Die Glocke regelt im Kloster den Tagesablauf. Regelmäßig, alle 3 Stunden, ruft sie zur Messe, zur Andacht oder zum gemeinschaftlichen Gebet, um Gott zu loben. 7-mal am Tag singe ich dein Lob. Auch in der Nacht lasst uns aufstehen, um ihn zu preisen. Das Leben in der klösterlichen Gemeinschaft ist strikt geordnet. Gehorsam dem Abt gegenüber, Enthaltsamkeit und Nächstenliebe. Dazu der Verzicht auf jeglichen privaten Besitz. Keiner habe etwas als Eigentum. Überhaupt nichts. Kein Buch, keine Schreibtafel, keinen Griffel. Gar nichts. Alles sei allen gemeinsam. Diese Regel gilt auch in Frauenklöstern. Doch einiges ist anders. Nonnen dürfen nicht die Beichte abnehmen, in ihrer Kirche nicht selbst predigen und auch nicht die Heilige Messe lesen. Das ist Männersache und geweihten Priestern vorbehalten. Bis heute. Mönche und Nonnen beten nicht nur für ihr eigenes Seelenheil, sondern auch für das ihrer Mitmenschen außerhalb des Klosters. Das verschafft ihnen hohes Ansehen in der mittelalterlichen Welt. Hier gibt es eine genaue Arbeitsteilung. Ritter kämpfen, Bauern arbeiten und Mönche und Nonnen beten. Sie beteten ja entweder für Stifter, die ihnen etwas gegeben hatten, oder für Verwandte oder für Mitglieder der eigenen oder der verbrüderten Gemeinschaften. Also sie hatten im Grunde genommen den Hauptauftrag zu beten oder auch Gott zu loben im Gebet. Und diese Aufgabe nehmen sie sehr ernst, denn ihre Gebete sollen ein Ausgleich sein für die Sünden, die die Menschen ständig begehen.